So, hallo YouTube, wir sind gerade live on Stream, nehmen hier das Gameplay auf. Heute gibt es ein bisschen Tristana auf die Augen. Ist in den letzten Wochen die Winrate-Ladder wieder sehr, sehr hoch geclimbt. Kann ich noch nicht so hundertprozentig nachvollziehen, weil ich sehe überhaupt keine Tristana. Deswegen dachte ich mir, packe ich das Ganze doch mal selber aus. Bin mal gespannt, wie es laufen wird. Viel Spaß. Itembuild-technisch, wie gesagt, haben wir die Option, entweder wir gehen Krakenslayer oder wir gehen Galeforce. Ich bin aber inzwischen sehr großer Galeforce-Fan, muss ich sagen. Und... okay. Da hat wieder eine Katze alles abgeräumt. Wobei man sagen muss, Tristana ist durch Hail of Blades und durch ihre Q, Attack Speed, deutlich besser als viele andere Champions, wenn es darum geht. Das ist worth. Nehmen wir mit. Das Schöne ist ja, am Anfang müssen wir uns ja noch gar nicht entscheiden, welches Item wir gehen, ne? Wir können ja einfach AD kaufen. Aber ich glaube, das ist ein Galeforce-Game. Die Gegner haben wenig Tankiness, haben jetzt auch Champions, wo ich insgesamt nicht so wirklich viel Auto-Attacken werde, wahrscheinlich. Ja, wir haben 4 Range-Champions. Also, Galeforce ist da immer... also, ich glaube, je weniger du im Fight Auto-Attacken kannst, desto besser ist Galeforce. Was ich interessant auf jeden Fall nicht so mag, ist... es ist relativ schwierig, die Lane, die Minions richtig zu spielen. Warum will der Thresh seine Stacks nicht abbauen? Also, du kannst halt eine Wave nicht so gut slow pushen, nicht so gut freezen und so weiter und so fort. Ich glaube, wir können einfach Twitch one-shotten, wenn er für den Flay geht. Er sollte mit Aftershock tanky genug sein. Ja, das war nicht so gut gespielt von mir. Ich hätte ihn direkt killen können. Das ist ein Problem, was ich mit Tristana auf jeden Fall habe. Ich kann echt nicht gut einschätzen, wie viel Schaden ich mit dem Champion mache. Und Tristana ist halt, denke ich, hauptsächlich wegen ihrem All-In gerade so stark. Also wenn ich da instant auf den nochmal gejumpt wäre, dann wäre das ein ziemlicher Free-Kill geworden. Und das ist... also es war gut gespielt von der Kaiser. Aber, also die haben sich ja gerade beide Hände wieder gebrochen. Midlane ist Level 6, wir können gleich mal Midlane-Roam starten. Das ist tatsächlich auch eine Sache, die Tristana relativ gut kann. Dadurch, dass sie so viel All-In hat, kann man auch immer mal wieder Mitte vorbeischauen. Und dann mal für den Roam gehen. Der Malzer hat auch Flash, das heißt, wenn der Malzer eine Flash-Ult hinkriegt, sollte es ein hundertprozentiger Kill sein. Die ist auch gerade relativ weit reingepusht. Ist auf Half HP schon. Hat, glaube ich, sogar gerade ihren Dash raus. So, wenn sie hier keine Vision hat, ist sie tot. Oh. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die LeBlanc einfach in die Ult reinläuft. Also der hätte ja legit der Malzer die auch fast im 1v1 gekillt. Das ist aber auf jeden Fall auch eine Sache, die Tristana in der, gerade in der aktuellen Meta so ein bisschen abhebt von anderen ADCs. Weil ein großes Problem, was man halt als ADC gerade hat, ist, wie kann man sich richtig ins Game einbringen. Häufig bist du halt so ein bisschen auf der Botlane gefangen, kannst nicht allzu viel machen und guckst quasi zu, wie auf der anderen Seite der Map 20 Kills fallen. Ah, Twitch ist wieder in der Mitte, wir können hier diven. Oder wir nehmen einfach Playdings. Oh, schöner Hook von ihm. Aber ihr seht, ne, All-In von Tristana ist halt auf jeden Fall sick. Und das ist auch natürlich das Alleinstellungsmerkmal von Tristana. Also, aktuell sind wir in der Meta. Twitch kommt hier Bot, ja. Boah, sehr schön antizipiert. Sehr, sehr schön gemacht von dem Nunu. Hat damit gerechnet. Geiler Typ. Oh nein, ich jetzt hier auch noch einen Herald. Ich bin richtig fett. Na, mal gucken. Das wird jetzt ein gutes Beispiel. Kann man als Tristana ein Game carryen? Das ist jetzt hier die große Frage. Jetzt sind wir als Tristana in der Position, wo wir tatsächlich, glaube ich, wenn wir es gut spielen, jeden auf der Map 1v1 können. Wenn hier die Plant up ist, ist die Kaiser tot. Ja, die hat keinen Respekt vor uns. Die darf nicht so weit pushen ohne Turret. Das kann sein, dass hier gleich ein Twitch kommt. So. Das ist halt Tristana, meine Freunde, ja. Ihr wollt einfach Early Game Ahead kommen und dann die ganze Zeit für All-Ins suchen. Klar, war jetzt ein bisschen close, aber I mean, ich hatte noch Heal und ich habe es ja auch aggressiv gespielt, weil ich wusste, da gibt es keinen Weg, wie ich das sterbe. Na, eine weitere Stärke von Tristana ist natürlich, ihr könnt halt auch wunderbar Türme pushen. Generell geht es aktuell in League of Legends eigentlich hauptsächlich darum,
Head zu kommen und dann das Game noch weiter zu snowballen. Also safe Picks, die einfach nur überleben und scalen, sind aktuell... Oh, was wird da weiter gefightet? Ich hatte doch 2 Platings for free. Ihr seht, ich kann wirklich machen, was ich will gerade, also... Ich bin so fucking strong. Ich kann einfach über die Map hüpfen. Tristana ist halt so gut darin, diese chaotischen Teamfights, die es gerade überall gibt, aufzuräumen. Ah, Drake ist in 30. Ich gehe mal Base hier vorher. Ich hätte noch irgendwo eine Wave pushen können. Wir verlieren noch ein Plating, aber ich will Tempo haben. Der einzige Weg, wie ich aktuell sterbe, ist, wenn LeBlanc eine komplette Combo auf mich trifft. Also da muss ich Respekt haben, auch wenn die 0-3 ist, 80 CS hat. Die kann mich mit einer Combo fast one-shotten. Ich glaube, Mordekaiser in seiner Ult kann mir nicht gefährlich werden. Es ist eigentlich nicht gut, dass ich hier stehe. Wie gesagt, die kann mich trotzdem umkommen. Also auch wenn ich gefeedet bin, ich will nicht 1 gegen 1 gegen LeBlanc spielen. Das heißt, ich lasse die Minion Wave jetzt einfach mal. Wobei, die Gegner contesten sie nicht. Dann gehe ich zurück. Ich hätte gedacht, dass sie den Drake hier contesten. Ja, hätte ich die Minion Wave soaken können. Ist immer ein bisschen schwierig aktuell in Solo Queue einzuschätzen, was die Gegner machen werden, weil die wissen das meistens selber nicht. Hätte ich schneller reagieren sollen. Aber ich glaube, den Fight gewinnen wir. Warwick? Oh my goodness. Er hat sich schon wieder die Beine gebrochen. Wann habe ich da so viel Damage gekriegt? Krass, von einer Mordekaiser-Q. Eine Mordekaiser-Q hat mir 650 Damage gemacht. Holy shit. Ein weiterer Vorteil von Tristana ist auch, dass man durchaus mal Sidelane pushen kann. Ein Problem, was, denke ich, gerade in niedrigeren Elos häufig der Fall ist. Dass dein Midlaner einfach nicht für die Sidelane geht. Und man dementsprechend entweder sich in der Mitte XP shared oder als AD Carry gezwungen ist, Sidelane zu spielen. Als AD Carry will man aber nicht Sidelane spielen, weil du halt von allem auf der Sidelane einfach 1v1 wirst. Tristana ist da so ein bisschen eine Ausnahme, weil wenn sie gut im Game ist, also jetzt gerade bin ich mir ziemlich sicher, dass ich den Mordekaiser auf der Seite halten könnte. LeBlanc ist so eine Frage. Ich engage jetzt hier einfach mal, weil ich mal Limit testen will. Okay, ich kann ihn easy 1v1, also it's not even close. Leider war ich nicht in Range. Die Smokescreen hat mich ein bisschen gecockblockt. So, aber mein Team gewinnt da oben auch. Ich muss jetzt aufpassen, ich habe keinen Jump. Twitch könnte mich hier vielleicht all-in. Ah, ich mache gerade ein bisschen viel Solo-Action. Ich mache mal den Turret-Geät gerade. Dachte Twitch, will ihn attacken. Nee, 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 du bist mir doch egal. So, die sind jetzt alle respawned. Ich habe jetzt Collector ready. Drake in 2 Minuten. Wir sollten jetzt einfach immer um Drake spielen. Ich glaube, ich gehe hier tatsächlich mal für ein MR-Item. Also ich lasse es einfach liegen. Ich finde, aktuell gibt es eigentlich kaum gute MR-Death-Items für AD-Carries. So, weil das Problem ist, dadurch, dass alle Crit-Items so viel weniger Crit geben, kannst du dir nicht ein Maw kaufen. Ist viel zu teuer. Du verlierst viel zu viel Crit. Und abseits davon hast du eigentlich nur Skimitar, der dir 30 MR bringt. Also ich glaube, einfach einen MR-Mantel reinzustecken und liegen zu lassen, ist häufig die beste Wahl. Gerade gegen so Burst-Champions wie LeBlanc oder... Ja, Twitch ist ja an sich auch sehr Burst-lastig. Macht halt einmal Aua. Wobei, Twitch ist auch viel True Damage, also MR ist gar nicht so insane gegen Twitch. Ich hab halt ein bisschen wenig Backup, das ist so... Ah, ich habe mein Gatehouse komplett verkackt. Ich bin so schlecht. Holy shit, bin ich schlecht. Ich habe einfach alles misplayed. Ich werde geminion-blockt. Ach, Digga. Ich werde so ge... Oh my goodness. Ich werde gerade so getrollt von diesem Spiel. Ich war... Digga. Das war ja so schlecht. Oh Mann. Aber Guys, okay, wenn ihr eine Sache bitte nicht macht, dann im Teamfight Spamping. Es gibt nichts Schlimmeres in League of Legends, als im Teamfight zu Spamping, ja? Ah, ich bin dead. Ah, hätte ich auch einfach auto-taken können. Kann man so machen? Ja. Okay, gefällt mir, gefällt mir. Oh, diese Dinger von Malza tanken sogar weiter. Ja, und ich muss sagen, also mir gefällt Gale Force wirklich immer und immer besser. Man ist einfach in der Lage, einfach dieses
bisschen mehr an Impact zu haben in jedem Fight. Und gerade wenn man dann doch nicht in Range ist, weil als ADC musst du ja gerade in der aktuellen Meta sehr, sehr weit hinten stehen, wenn du nicht sofort sterben willst, dann doch nochmal in Range zu kommen, den extra Chance zu haben. Also Gelfos ist schon, selbst auf Tristana, die ja eigentlich schon mehr als genug Mobility hat, ein sehr, sehr geiles Item. Easy Survive. Ihr spielt LOL, ich pushe. Ich habe nichts ab, ich bin hier komplett dead. Die sind alle hier, wir können weiter pushen. Das mag jetzt weird klingen, aber wir können weiter pushen. Wir können die einfach zonen hier. Wir haben noch Baron Buff. Ich brauche nur meine Cooldowns wieder. Ich bin auch wieder fast Full HP. Ja, Bloodline ist cool. Ah, der Nunu Face tankt die einfach. Oh, ist ein Mordekaiser. Ich habe geintet. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Stepdad, I'm stuck! Ich glaube, die können nicht einfach so Drake machen. Mein Damage ist aber auch wirklich nicht mehr lustig. Holy shit. Also Tristana fühle ich schon ein bisschen aktuell. Moin Meister. Oh, da hat sie weh gedrückt. Oh, nochmal weh gedrückt. Oh, Flash. Also, hat sich schon nicht schlecht gemacht. Sind wir ehrlich. Aber tot ist sie trotzdem. Weiß nicht, ob wir hier weitermachen können. I guess not. Ach, Digga, beruhig dich. Fucking Gelfos, I love it. Ich will hier nicht springen, ich will noch auf den Morde warten. Ich sehe nichts. Jetzt eine Gale Force, Alter. Oh oh. Ah, maybe wenn ich der Gale Force use, stirbt sie sogar. Ich kann nicht autotacken, wenn ich in der Smokebomb bin. Ich sehe den Turret, aber ich kann ihn nicht autotacken, lul. Ja, die Kaiser, okay. Man kann entweder sagen, die Kaiser holt die Minion Wave ran oder die Kaiser intet. Ah, Gale Force ist so ein geiles Item, wirklich. Oh mein Gott, der ist richtig gedankt worden. Wo ist sie? Wo ist sie hin? Junge fucking Leblanc. Ein? Nee. GG. Schön. Das, meine Freunde, war doch eine knackige Carry-Performance. Also Tristana, muss ich sagen, fühlt sich richtig, richtig gut an. Passt halt einfach das, was Tristana machen will und das, was Tristana gut kann, passt halt einfach sehr, sehr schön in die Meta rein aktuell, ne? Das ist halt, glaube ich, das entscheidende Ding. Außerdem hat sie halt auch einen sehr hohen Ability-Damage, wird dadurch durch die Crit-Item-Changes nicht so hart zerstört wie ein Aphelios, wie eine Jinx oder so. Ihr Snowball-Charakter ist halt perfekt für die aktuelle Meta. Ja, gucken wir uns mal den Damage an. Kann sich sehen lassen. Ja, kann man natürlich immer noch besser spielen, aber danke fürs Zuschauen, meine Freunde. Wie gesagt, wenn ihr häufiger bei dem Gameplay live dabei sein wollt, schaut gerne bei Twitch vorbei, Link ist in der Beschreibung. Und dann wünsche ich euch noch ein fantastisches Fest. Tschüss.